Ja, moin, mein Name ist Alvo, heute wetterbedingt nicht im Wald unterwegs und ich möchte euch ein kleines Liebhaberstück von mir vorstellen. Das ist sozusagen eine Langzeit-Review. Über 3 Jahre habe ich dieses kleine praktische Ding, kleines vielleicht ein Euphemismus in diesem Fall, in meinem Besitz. Und zwar soll es um die Herberts Bolo Machete im schönen Langzeittest gehen. Das Wichtigste wie immer vorab, natürlich findet ihr alle Links unten in der Videobeschreibung zu Social Media, zu anderen Videos etc. etc. Und ansonsten immer Empfehlungen von mir hier oben auf dem Ausrufezeichen. Das ist die Bolo Machete von Herberts, noch in der Lederscheide. Handeln wir die Lederscheide mal mit technischen Details und die Machete auch am Anfang ab. Wir haben eine Grifflänge von 13,5 cm, eine Klingenlänge von 36 cm, eine Gesamtlänge damit von 49,5 cm bei einem Gesamtgewicht von 922 Gramm, also schon ein ganz schöner Oschi. Ansonsten haben wir hier einen schönen Holzgriff, der schon ein paar kleinere Schrammen bekommen hat. Hier mal in der Nahansicht für euch. Ihr seht, das ist dreifach vernietete Holzschalen mit hinten einem Lanyard-Hole. Sehr schön großer Griff, auch für meine klobigen Riesenhände. Ansonsten haben wir eine Lederscheide. Die Lederscheide ist ordentlich schwer, ordentlich robust. Hier mit 3 Nieten aufgrund der Bolo-Verarbeitung von der Machete. Ihr seht gleich, was ich meine. Ist dieses Scheidenkonzept das Einzige, was möglich ist. Es ist aber ein bisschen kompliziert mit dem Rein- und Rausziehen sozusagen. Und hier hinten haben wir eine angenehm große, wieder vernietete Schlaufe, mit dem wir das Ding eigentlich an so ziemlich jeden Gürtel ranbekommen. Dann hole ich den Oschi mal raus. So. Zack. Da kommt das Riesending einmal zum Vorschein. Ihr seht schon, hier könnte ich ein bisschen besser gepflegt haben auf der Seite. Sie lag jetzt die letzten paar Wochen im Winter ein bisschen rum. Da ist wieder ein bisschen Pflege notwendig. Ihr könnt sehen, dass hier der Stahl brüniert ist. Eigentlich ist er das auf der gesamten Fläche. Das heißt, alles, was hier unten frei liegt, das habe ich sozusagen mit der Zeit freigehackt auf dieser Machete. Die Bolo-Form ist hier oben das hier. Das heißt sozusagen die Tropfenform. Na, ihr seht, das ganze Ding ist ungefähr so lang wie ein Unterarm, hat also schon ordentlich Power, eine ordentliche Länge und auch eine ordentliche Kopflastigkeit, ein bisschen wie so eine Axt. Zu dem Stahl der Machete gibt es verschiedene Angaben, je nachdem, welche Seite man bemüht. Normalerweise wird er mit 440 C Stahl angegeben, manchmal auch C70 Stahl. Ich bin kein Stahlexperte, ich weiß nur, dass er relativ schnittfest ist und ordentlich widerstandsfähig. Einmal ganz kurz zwischendurch ein paar Worte zu Macheten. Das hier ist natürlich ein ziemlicher Oschi von Machete. Normalerweise sind Macheten ein bisschen leichtgängiger etc. Und wenn ihr so in die Länder guckt, wo Macheten auch noch häufig benutzt werden, irgendwo im Dschungel, Kongo möchte ich sagen, etwas in der Richtung, dann werdet ihr sehen, dass die Macheten normalerweise sehr viel dünner sind, sehr viel filigraner sind. Die sind eher dazu da, relativ dünnes Buschwerk beiseite zu hauen, ne, dass man die eher so die ganze Zeit schwingen kann, weil fast 1 Kilo Machete ist zu schwer, um sie natürlich dauerhaft vor sich her zu schwingen, um sich eine Schneise in den Dschungel reinzufräsen. Jetzt leben wir aber in Deutschland, wir haben hier ein bisschen andere Anforderungen, ich habe vor allen Dingen ein bisschen andere Anforderungen und ich möchte natürlich richtig dicke Äste damit zerhauen können, ich möchte das Ding ein Leben lang haben und zur Not möchte ich damit sogar Holz hacken können und mit dem Ding kann man sogar ordentliche Klötze Holz zerhacken, obwohl es nicht dafür gedacht ist, ist es trotzdem dafür benutzbar. Das heißt, hier in deutschen Gefilden haben wir es natürlich mit einer deutschen Eiche zum Beispiel zu tun und Buchen, also viel, viel stärkeren Hölzern, wo wir auch mal was Dickeres abschlagen müssen. Welche Machetenart dir da am liebsten gefällt, das musst du für dich selbst wissen. Natürlich ist es auch absolut intelligent, mit einer Säge eher dicke Äste abzumachen als mit einer Machete. Aber da bin ich ehrlich, das macht doch nur halb so viel Spaß. Über Langzeit kann ich sagen, dass, wie gesagt, ich das Ding über 3 Jahre in Benutzung hatte. Ich habe es immer wieder fürs Holzspalten, für Wege im Buschwerk freihauen genommen, um dicke Äste damit einfach abzuschlagen oder zu zertrennen, je nachdem, wenn ich damit was bauen musste und so weiter und so fort. Und das Ding hat noch nie irgendwo großartig Mucken gemacht. Trotzdem muss man sagen, für sehr, sehr dünnes Buschwerk ist das einfach Overkill. Ne? Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel nur eine Machete holen möchtet, weil ihr durch enges, sehr dünnes Buschwerk irgendwo durch müsst, ich weiß zwar nicht wo in Deutschland, vielleicht als Fischer,
wenn man in irgendein Unterholz sich reinschlägt. Aber selbst da kann man das Ding auch natürlich nehmen, weil man ja nie so lange damit rumschlägt, wie das zum Beispiel im Dschungel notwendig ist. Wir bewegen uns hier in der Preiskategorie von um die 70 Euro, je nach Angebot und Ausführung. Und Ausführung ist ein Stichwort, denn Herberts hat verschiedene Macheten in verschiedenen Arten, aber in der gleichen Art und Weise. Was ich damit meine ist, es ist dann immer dieser Holzgriff, es ist immer dieser Stahl, es ist immer brüniert und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel gibt es auch ein Haumesser mit Nylonscheide etc. etc. Ich packe euch da verschiedene Links unten rein, könnt ihr einfach mal stöbern. Natürlich kann ich zu den anderen Macheten von der Qualität her nichts sagen. Wenn die Qualität aber ist wie von der hier, wäre auch das immer eine absolute Kaufempfehlung. Und sobald ich mal einen schmalen Taler übrig habe, hole ich mir bestimmt auch nochmal das gerade Haumesser, das dann natürlich mit der Scheide deutlich angenehmer heraus und hereinzustecken sein sollte. Viel mehr gibt es zu dem schönen kleinen Ding nicht zu sagen. Ein paar Bilder von Arbeiten damit habt ihr ja gesehen. Ansonsten hier nochmal ein paar kleine Details. Und ansonsten hoffe ich, die Review hat dir viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Alle Links wie immer unten. Bis dahin dann. Tschüss, tschüss.